herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Info Neuland TV. Das Colegio Secundario Neuland veranstaltete am 19. und 20. März eine Bewusstmachungskampagne zur Vorbeugung von Dengue und Chikungunya. Stefan Bartel und Dennis Sawatzki haben uns in einem Interview etwas genauere Details zu dieser Kampagne gegeben. Also in dieser Aktion ging es hauptsächlich darum, die Bürger darauf aufmerksam zu machen, wie sich Dengue-Mücken also jetzt erst einmal vermehren und wie sich dadurch dann die Krankheit am schnellsten verbreiten kann und was sie dazu beitragen können, dass dieses gerade nicht passiert. Ja, also wir, die ganze Oberstufe, also von der 10. bis zur 12. Klasse, die wurden in Zweierteams eingeteilt und die haben dann so Bezirk oder Straßen gekriegt, wo sie dann von Haus zu Haus gehen und die Bewusstmachungskampagne dann durchführen. Ja, wir gingen gerade immer zu zweit, fuhren wir dann eben, die was zu Fuß waren, die gingen eben immer näher bei der Schule, dem Umkreis rum. Und die, was mit dem Motorrad unterwegs waren, die fuhren ein bisschen weiter. Ich war dann hauptsächlich auf der Ultima einmal unterwegs und in der Nähe von Neuendorf. Und da gingen wir eben immer auf die Höfe und schauten als erstes einmal, was oder wo Wasser stehen könnte und machten die Leute darauf aufmerksam, was sie dazu beitragen könnten. Die meisten, die haben sehr gut mitgearbeitet und sich haben uns auch freundlich begrüßt und alle Fragen beantwortet und auch haben sie schon vorgearbeitet, weil sie schon von dem Spot im Radio schon mitgekriegt hatten, dass wir kommen würden. Also das hat sehr gut funktioniert, glaube ich. In diesem Fall denke ich mal ja, da die Leute das im Radio gehört haben und das daraufhin, dass sie wussten, dass die Schüler sowieso bei ihnen kontrollieren kommen würden, haben sie eben schon vorbereitet. Wir kamen auf Höfen rauf und da waren die Eimer dann schon alle über Kopf gestellt. Und ich denke mal, für den Moment hat es dann schon mal sowieso etwas gebracht. Na, ich dachte vorher immer, dass die Mücken sich in irgendwelchem Wasser, das eben drum steht, vermehren. Aber wie man uns jetzt erklärt hat, ist es hauptsächlich, dass die sich eben hauptsächlich im sauberen Wasser aufhalten.